Ingrids Woche und Klaus. Das heute ist Frühlingsanfang, sieht man das? Nicht? So ein bisschen, ja, Gott, ganz gelb und blau. Richtig. Gott sei Dank, dass wir Frühlingsanfang. Das Türkis. Schon ist die Brumm. Vögel zwitschern. Man streitet nicht so viel. Oh, Freitag war schon wieder ein großes Zoff. Wir hatten die neue Masche. Um 20 Uhr sitzen wir vom Fernsehen und so weiter, gucken ja gemeinsam, wir gucken ja gemeinsam Fernsehen. Und da hat sie dann so einen Rappel bekommen. Und auf ich habe keinen Rappel. So, weil sie ein bisschen so, sagt sie, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Sagt sie, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Geh bitte aus dem Zimmer hier raus. Ich will ich dich hier nicht mehr mich sehen. Von deinem Anblick, habe ich geh gesagt. Geh hier aus dem Zimmer raus, ja, geh in dein Zimmer Fernsehen gucken. Anstatt einfach so, aus dem Nichts? Ja, die kochte vor Wut, die kochte vor... Verstehe. Erstes Thema. Nach dem Wahlfiasko gibt es Zoff bei der FDP. Was sagt ihr dazu? Naja, die haben ja nur etwas über 3% bekommen, nicht? Tut mir eigentlich leid. Also in Westerwelle mache ich ganz gern. Also die Wahlen fallen jetzt ganz ungünstig. Wer jetzt den Trend und so weiter, wer jetzt nach oben kommt, das sind die Grünen. Die kommen jetzt da nach vorne nach und so. Und wenn ich da diese Rote, ist wieder, wenn ich die Rote sehe. Rot nennt man ja die Multikulti-Tante. So. Und die Merkel? Guck mal, die arme Frau, die wird ja gar nicht mehr viel vollgenommen, auch international mehr. Die hat doch überhaupt gar nichts mehr zu sagen. Das Einzige, was sie praktisch so, das ist, ich stelle mir jetzt diese Frau Merkel oder die Bundeskanzlerin vor wie eine Kuh. Ach, was sagst du denn da? Ja, das Einzige, was sie wahrnehmen, wenn sie die Euter und die Milch sehen, Geld, das können sie noch machen. Das praktisch so, dafür ist sie gut. Aber für was anderes ist noch, was willst du? Nur noch Geld geben. Also weißt du, mit einer Kuh vergleichen würde ich ja nicht. Nein, ich meine jetzt das Geld melken. Stell dir das jetzt Kuh nicht vor. Kuh hat 4 Euter, sie hat nur 2. Ingrid. Ja, ist doch so, nicht? Nein, ich habe das nur so dargestellt und so weiter mit Geld melken und so weiter. Ja, du hast von so melken und Kuh hat 4 Euter und an die hat nur 2 Euter. Ja, die kann nicht gemolken werden. Kannst du auch sowas aber nicht eine sagen. Ziege hat, eine Ziege hat 2 Euter. Ja, siehst du. Das meine ich auch. Da sagt ist es eine Ziege. Aber auf eine Staatsperson kannst du nicht so einfach Kuh sagen. Ach, eine Kuh ist in manchen Ländern heilig. Eine Kuh, ach ja, in Indien, ja. Stimmt, hast recht. Nein, die soll vernünftig sein, die soll abdanken. Das ist das Beste, was ich das... Okay, nächstes Thema. Deutschland trauert, Knut ist tot. Was sagt ihr dazu? Ja, bin ich sehr, sehr traurig. Der starb an Stress, hatte 4 Eisbärenweiber in seinem Gehege. Mir könnte sowas nicht passieren, wenn ich doch auch 4 Frauen darum hätte und so weiter. Gut, das ist doch kein Stress. Im Gegenteil, das ist belebt. Sollen wir nicht ein Frühlingslied singen? Ja, aber natürlich. Ja. Alle Vöglein sind schon da. Alle Vöglein. Ingrid, würdet ihr das auch singen, wenn wir die Kamera schon mal ausmachen? Ja. Ja, dann singe ich nicht mehr. Schade. Ich wollte nur in die Kamera. Da singt doch mal. Mach aus. Na dann, bis nächste Woche. Katrins Woche und Klaus. Servus. Da geht ja die Kathi, Sonne auf. Hallo. Kathi oder Katrin? Katrin, aber du kannst auch Kathi sagen, wie du Kathi gerne möchtest. Mei, na, ein hübsches, ja schickes Mädel haben wir. Ja.